Hi ihr Lieben, mein Name ist Marion Schauden von Flowers by Schauden und ich habe meine Marktklamotten schon an, weil ich morgen auf der Dorfpartie in Kloppenburg stehen werde. Da ist so eine Art, ja, da sind viele Kleinkünstler, es sind Blumenhändler da. Mein Bruder steht mit Stauden. Ich habe gedacht, ich nutze den Himmelfahrt, um auf dem Markt zu stehen und Pfingstrosen zu verkaufen. Und da haben wir ein Special Offer und das sind 20 Stück für 19,99 Euro. Aber wir wollen ja nicht nur Kloppenburg schön machen, sondern auch ganz Deutschland. Und Papa hat mit dem Blumenzüchter gesprochen und wir machen es möglich. Da erzähle ich euch allerdings später drüber. Ich möchte euch einfach Tipps und Tricks geben, wie ihr Pfingstrosen richtig toll in Szene setzt und wie sie lange halten. Hier habe ich einmal die Pfingstrose Sarah Benard, die ist so rosafarbend. Hier habe ich die weiße Pfingstrose Duchesse de Nemours. Und dann habe ich hier einmal die Sarah Benard, wie sie wird. Und sie wird wunderschön. Also ihr seht diesen Rosé-Fliederton und mit diesem dunklen Laub drum zu. Wirklich sehr schön. Ihr seht jetzt, es gibt einmal diese kleinen Kügelchen, die fast so, ja, murmelgroß sind. Und man kann sich gar nicht vorstellen, dass es solche großen Blüten werden. Die gibt es in unterschiedlichen Reifegraden. Also wenn ihr die auf dem Markt kauft oder im Blumenladen oder vielleicht auch bei uns bestellt, kriegt ihr sie tatsächlich noch so knospig. Weil wenn sie dann einmal aufgehen, halten sie einfach auch nicht mehr so lange. Und man möchte ja einfach sehen, wie das Stadion wird und wie die Pfingstrose Schritt für Schritt größer wird. Und diese nennt man jetzt eine Reifegrad 3 bis 5. Also wenn wir Veranstaltungen haben oder Hochzeiten, dann bestellen wir auch immer welche, die schon etwas weiter auf sind. Aber ihr seht, es ist wirklich ein Träumchen. Sie duften sogar ganz leicht. Und jetzt möchte ich euch zeigen, wie ihr die in einer Vase reinstellen könnt. Ihr seht, ich habe alles Gefäße genommen, die so ein bisschen schlank zusammenlaufen. Und das liegt daran, dass die Pfingstrose natürlich sehr schwere Köpfe kriegt. Also würde ich nicht eine zu niedrige und nicht zu große Öffnung nehmen. So hat auch die Pfingstrose so ein bisschen Halt. Und meine Empfehlung ist, dass wirklich nur 2 bis 3 Blätter stehen bleiben. Und dann ist es wichtig, dass man die Pfingstrose schräg anschneidet und dass sie einfach eine große Schnittfläche hat, damit die gut Wasser aussaugen kann. Das Wasser, ich würde die Vase ruhig bis zur Hälfte füllen, ein bisschen Blumenfrisch mit rein. Und das Wasser würde ich auch alle 3 Tage tauschen oder eben schauen, ob ihr noch Wasser nachgießen könnt. Ja, wie gesagt, ich stelle sie jetzt rein und damit ihr ein bisschen Halt habt mit der Pfingstrose, ich sage es immer wieder, gibt es eine ganz tolle Stecktechnik und das heißt einfach die Pionien einfach über Kreuz zu stellen und genau, so stelle ich das erstmal rein. Ja, ich stehe morgen, das sagte ich ja schon, auf dem Markt und ich freue mich schon total. Das ist der erste, nee, das ist der zweite tatsächlich dieses Jahr. Und man hat da ja 2 Jahre drauf verzichtet und ich hab meinen Bruder gefragt, ob ich da nicht ausstehen könnte, einfach nur mit Pfingstrosen oder mit Schnittblumen. Und der sagte, du, ich guck mal, ob da irgendwo noch Platz ist. Ich stehe da halt nur einen Tag und die anderen Tage bin ich bei uns im Laden. Und wisst ihr, wer mich gestern besucht hat? Also ich hatte einen totalen Überraschungsgast. Und das war die Imke Riedebusch. Vielleicht kennt die ein oder andere Person sie auch. Und sie hat auch einen ganz, ganz tollen YouTube-Channel. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass sie da war mit ihrer Nichte, mit der Mama. Wir haben noch ein bisschen gesabbelt. Aber ich habe gemerkt, ja, das war eigentlich viel zu kurz. Und mal schauen. Also ich glaube, der nächste Besuch steht an bei dir, Imke. Ich freue mich da schon ganz tüchtig drauf. Und nochmal vielen lieben Dank. Das war ein richtig, richtig schöner Nachmittag oder eine richtig schöne Stunde. Und beim nächsten Mal nehme ich mir auf jeden Fall mehr Zeit mit. Unter anderem hat sie auch Pfingstrosen mitgenommen. Ja, Pfingstrosen ist einfach eine sehr kurze Zeit. Also Pfingstrosen gibt es meistens so ab Mitte Mai. Das liegt dran, wie das Wetter ist. Haben wir einen warmen April gehabt. Das ist ein Freilandprodukt. Und genau, deswegen gibt es die meistens von Ende Mai bis Ende Juni. Also eigentlich nur einen Monat. Ihr seht, ich habe die da schon reingesteckt. Das sind 5, 10,
13. Ich werde da jetzt 20 Stück reinmachen und ich finde es einfach schön in der Masse, wenn das nachher so ein Blütenmeer ist. Das sieht wunderschön aus und das zeige ich gleich auch mit den Weißen. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir noch ein paar offene hatten, weil dann könnt ihr einfach ja sehen, wie es in 5 bis 7 Tagen aussieht. Und ich stöber natürlich auch manchmal auf Pinterest oder Instagram und da gibt es jetzt einen ganz tollen Tipp und ich glaube, dass das auf jeden Fall auch funktionieren wird. Manchmal haben die Pfingstrosen so ein, ja, ich sag mal so eine klebrige Masse drum zu und damit die angeregt werden und damit einfach die nicht so klebrig sind und hundertprozentig aufgehen oder steht gefährlich, habe ich gesehen, dass man die Pfingstrosen einfach so ein bisschen abspülen kann. Das könnt ihr unter fließend Wasser. Ich würde es natürlich kopfüber machen. Jetzt haben diese Pfingstrosen, die wir jetzt haben, gar keine klebrige Masse. Aber manchmal haben die das. Das ist irgendwie so eine Art Zucker. Das ist auch überhaupt nicht schlimm. Und wichtig ist natürlich, dass ihr das von oben macht, also von unten macht, einfach nur reintaucht, ein bisschen sauber macht. Und dann könnt ihr die in der Vase stellen. Ich werde einfach mal das Experiment wagen und 2 Varianten machen. Also ich werde noch eine Vase fertig machen und die werde ich dann auch noch gestalten. Und bei einem werde ich die sauber machen und bei einem anderen nicht. So, ihr merkt, ich bin richtig hyperaktiv hier. Ich habe hier noch einen ganz tollen Korb mitgebracht. Und ihr seht, wenn die Pfingstrosen aufgehen, ich habe hier die Pfingstrosen auch schon vom Blatt befreit. Das sieht einfach wunderschön aus. Und wenn man sowas in der Küche stehen hat oder auf dem Flur, sorgt dafür, dass die Pfingstrosen nicht unbedingt Zugluft kriegen, dass die einen etwas kühleren Standort hat, also vielleicht nicht unbedingt auf der Fußbodenheizung oder da, wo die Sonne drauf scheint, dann könnt ihr da einfach auch schön von genießen. Und damit ihr die auch davon genießen könnt, haben wir sie im Angebot. Wie gesagt, das ist wirklich nur diese Woche, weil das Wetter es zulässt, es wird nächste Woche kühl und die Pfingstrosen werden auch trocken geliefert und deswegen verschicken wir sie auch trocken. Und das ist einfach wie die Tulpen, schräger Anschnitt, einmal im Papier wickeln lassen, dann vollsaugen lassen und dann macht ihr die so fertig, wie ich sie da in der Vase habe. Ja, für welchen Preis? Also mein Vater, der hat mit dem Blumenzüchter gesprochen und wir können sie wirklich für 20 Stück 19,99 Euro versenden. Plus Versand und ich hoffe, ihr freut euch darüber. Mein Papa, der ist schon ordentlich am Gange und hofft natürlich, dass wir dass viele Leute bestellen. Bestellt bis einschließlich Sonntagabend oder Montag, ja, bis Montag 9 Uhr, dann können wir die Bestellung ordern und dann werden sie nächste Woche Dienstag verschickt. Ja, ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Ich habe richtig Hummeln im Hintern. Ich werde jetzt den Markt aufbauen. Vielleicht sehe ich den einen und anderen. Und ich wünsche euch allen einen wunderschönen Himmelfahrt. Und ich würde sagen, bis bald. Ciao. Voll bepackt mit schönen Sachen, die das Leben schöner macht. Das kann ich jetzt gerade nur sagen. Ja, wenn ihr noch Lust und Zeit habt für ein weiteres Video, klickt einfach hier unten. Und wenn ihr noch kein Abo habt und unsere Gartengestaltung, tolle Blumenideen mit Stippblumen, mit Pflanzen sehen möchtet, dann seid ihr richtig beim Channel. Klickt einfach hier oben auf Abonnieren.